Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier von LS17, hier weiterhin aus dem schönen Yogisfelden. Und ja, ich habe es doch nochmal gemacht, ich habe den Kredit noch etwas erhöht. Wir haben jetzt einen Kredit am Laufen von 855.000 Euro, fast eine Million. Und ihr seht auch hier, woran das oder wohin das neue Geld, was wir uns nochmal frisch geholt haben, gegangen ist. Wir haben uns nämlich entschlossen, oder ich habe mich entschlossen, das Feld Nummer 6 doch noch jetzt schon in diesem Jahr dazu zu kaufen. Da steht auch Weizen drauf, das heißt, wir können auch im nächsten Jahr schon mal einmal, oder noch in der laufenden Saison hier im Herbst, noch mal einmal Weizen mit ernten. Ja, und dann müssen wir langsam mal gucken. Also jetzt steht im Prinzip noch irgendwann an, erstmal Feld Nummer 8. Und dann werde ich auch erstmal mit dem Felder kaufen, ein kleines bisschen langsamer machen, und ich denke mal, mit den Feldern sind wir dann schon gut versorgt. Ja, wir müssen mal sehen, ob wir das irgendwann zurückzahlen können, aber es nutzt ja nichts, wir müssen ja irgendwo weiterkommen, und ja, das ist leider so. Wir wollen jetzt mal erstmal mal eben ein paar Hackschnitzel verkaufen. Dazu nehmen wir uns mal ihn hier. Wieder ein bisschen Luft reinlassen. Sigi Säge hat wieder seine Stumpen geraucht, das habe ich euch ja schon mal erzählt. Oh, so, hier schön. So, dann können wir nochmal eben zwei Bretterpaletten hier noch wegnehmen. Ich weiß gar nicht, Hackschnitzel konnte man die, wo konnte man die noch alles verkaufen? Ich bin mir mit den Symbolen immer nicht so ganz sicher. Aber ich meine fast, dass da, wir werden erstmal Hackschnitzel verladen und dann sehen wir ja das Symbol. Und dann gucken wir mal, wo die am meisten bringen. Wir haben hier auf dem Hof direkt einen Hack oder ein Holzverkauf, einen Hackschnitzelverkauf. Hackschnitzel. Schön mit Erbsen und Möhren und Kartoffelbrei. Naja, ich werde mir wahrscheinlich zukünftig nicht mal mehr ein Brot leisten können. Aber vielleicht ist ja jemand von euch im Zweifelsfall bereit, mir ein Stückchen Brot zu... Ja, mir ein Stückchen Brot, wenn es dann wirklich soweit ist. Ich werde pleite, ich werde unter Brücken, werde ich mit Hunden um Essensreste kämpfen müssen. Ja, wer früher so die alten Donald Duck lustigen Taschenbücher gelesen hat, der kennt das von Dagobert Duck. Er wird unter Brücken schlafen müssen und sich mit unten ums Essen streiten müssen. So, die fahren wir eben hier in die Lagerung noch mit. Die werden wir natürlich auch irgendwann verkaufen. Ja, Grasschnitt ist für dieses Jahr erstmal abgeschlossen. Oder was heißt für dieses Jahr abgeschlossen? Der große Grasschnitt mit der Silage ist soweit abgeschlossen. Das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ne? Dann hüpfen wir hier nochmal eben hin, machen da gleich weiter. Ich wollte mir einen Plan schreiben, damit ich nicht immer die Hälfte vergesse. So, ich habe mich verlaufen. Wo sind wir denn? Ja, das ist der Hof hier hinten. Wolltet ihr sicherlich auch alle schon mal sehen. Na, zack. So, hier müssen wir hin. Hier ist jetzt das, naja, da reden wir jetzt nicht drüber. Ja, da sind jetzt also, ich weiß, also können wir übrigens auch im Dingens ja sehen. In den Bunkersilos, da sind jetzt drinne, das ist immer noch der Biogasanlagenbunker. Krass, Häckselgut. 670.000 Liter. Ich wollte ihn jetzt nicht ganz voll machen, für den Fall, dass wir im Winter wieder wegmachen müssen, weil ich muss ja gucken, ob sich das mit der Seasons Mod noch verträgt, das hat er ja schon mal angesprochen. Also wie gesagt, da beim nächsten Mal mache ich das auch ordentlicher, hoffe ich. Und den Rest habe ich mir hier in massenhaft Silageballen oder Krass-Silageballen gepresst. Habe hier auch nochmal welche reingestapelt. Das Lager geht ja leider nicht dafür. Diese Krass-Silageballen kann ich nirgends lagern. Deswegen habe ich die per Hand mal hier mit reingestellt. Das sieht alles ein bisschen, aber das muss so. Ja, das Lager hier hinter habe ich verkauft. Gülle gefahren habe ich auch schon.
habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, da mal ein Video von zu machen, weil irgendwann werden wir auch nochmal wieder zusammen Gülle fahren, ganz klar. So, wir waren jetzt hier. Also, da haben wir dann erstmal genug Grassilage, wir haben Heuballen, Strohballen. Das heißt, Herbst und Winter können eigentlich kommen. Also wenn hier irgendwann auch nochmal die Palettengabel austauschen. Auf dem Hof habe ich jetzt schon die andere, die den Ballenspieß austauschen. Und auf dem Hof habe ich jetzt schon den anderen, den mir der Max mal empfohlen hatte in einem Kommentar. Da gesagt, ich soll da mal nachgucken. Und der funktioniert wirklich gut. Auf jeden Fall für die Ballentechnik habe ich den jetzt schon drin. Müssen wir hier eventuell auch nochmal irgendwann austauschen. So, jetzt gucken wir mal eben, was die Hackschnitzel betrifft. So, ja, das Symbol ist so ein, ja, ist das hier. Hackschnitzel 2,39. Ja, gibt es auch nur dazu. War da nicht auch mal was an der Biogasanlage? Oder ist das jetzt nur hier? Da ist natürlich der Weg nicht so besonders weit. Was jetzt nicht unbedingt schlimm wäre, wie sieht das nicht mit den Tieren aus? Oh, da müssen wir auch dringend nochmal bei Gelegenheit Hand anlegen. Die Biogas-Hackschnitzel da ist. Ist doch bei der Biogasanlage, meine ich doch. Also es gibt hier mehrere Hackschnitzel. Wir fahren sie jetzt mal dahin. Was natürlich auch nur für sich Quatsch ist, weil der Preis ist der gleiche, aber ich finde das ein bisschen lame hier. Die Hackschnitzel einfach nur hier auf dem Hof zu fahren. So. Na, dann bin ich mal schön voll. Dann haben wir auch noch diverse Komposts zu verkaufen. Das heißt, wir kriegen das schon irgendwo hin. Ja, wäre natürlich trotzdem nett, wenn mir der eine oder andere mal ein Brot zur Not, also das, wenn ich mich zur Not melden könnte, aber ich glaube, ich kriege das hin. Ja, also noch läuft das. Gucken wir, was wir für die Hackschnitzel bekommen. So, geht natürlich gut was rein. So, diesen einen Hackschnitzel verkaufen nicht da vorne. Aber den werde ich mir wahrscheinlich noch mal da rausnehmen. Weil an und für sich finde ich das blöd, wenn das so nah dran ist. Ich glaube, den werde ich mir noch mal rausbauen. Gut, wir donnern jetzt erstmal rüber zur Biogasanlage. Da sieht man äußerst schlecht. Außerdem hat er sich so ein Krams da vorne reingehängt, der weiß nicht, wie das auf den Typ ankommt. Lichter machen hier. So, komm, zieh, olle Möhre.
In der Kurve überholen ist sehr geschickt. Moin. Ja, ich bin natürlich nach wie vor hier beliebter Bauer am Ort. Wie gefällt mir das kleine Ding? Hier läuft der Blinker noch. So, dann bin ich mal gespannt, was uns die Anhänger mit Hackschnitzeln bringt. Ja, wahrscheinlich 5 Euro oder so. Hier links ist unser neues Feld. Das kann nicht das Hackschnitzellager, das soll irgendein Stromwerk oder Stromwerk oder so. Aber da ist ein Verkaufs. Mal gucken. Es ist zu Ende. Meine Schulden bringen mich um. Oh. Toll. Ist das kalt. Das schaffe ich wohl nicht. Mal gucken, wo jetzt die Verkaufsstelle dafür ist. Aber das Triggersymbol ist hier ein bisschen merkwürdig. Naja, das wird sich wahrscheinlich nur leicht verschoben haben. Wir gucken mal eben auf dem Hof von der Biogasanlage. Ah, da hinten ist es. So, jetzt bin ich wie gesagt mal gespannt. Was uns ja so richtig. Oh ja. Oh ja, 7-1, ne? Was ist das? Kann ich das verkaufen? Will das jemand kaufen von euch? Mache ich einen billigen Preis. Also geht schon auf, weil wenn wir jetzt mal gucken, wie viel Menge wir an Hackschnitzel haben, das ist schon eine ganze Menge. Es müsste ganz unten sein, mein Holzhacker. Ja, also da haben wir 125.000 noch Hackschnitzel drin. Und läuft auch noch. Wir haben noch 182.000 Bäume drin. Also nicht Bäume, sondern, na, ihr wisst schon. Das heißt, da machen wir auch ein relativ gutes Geschäft. Jetzt mal im Vergleich nochmal gucken, ob uns das ja muss ja den gleichen Preis bringen. Ja, der sinkt jetzt natürlich ein bisschen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich dann den Hackschnitzelverkauf vom Sägewerk wegnehme, weil das ist ein bisschen unlogisch, dass der dann da gleich den Verkaufspunkt da hat. Also in meinem Fall, nicht allgemein.
Wenn man jetzt die Hackschnitzel irgendwo am Wald macht, dann macht das in Ordnung sein, aber ich habe da ja mal einen stationären Holzhacker. Dann hätte ich den im Prinzip wieder noch so da drauf setzen können, dass er wahrscheinlich mit dem Auslagerrohr direkt in den Hackschnitzelverkauf rein pumpt, und das wäre aber ein bisschen übertrieben gewesen. Aber wenn man auch diverse Kompost, also das geht schon. Wir machen hier im Moment ganz gut Kohle. Ja, die Tiere muss ich dann unbedingt versorgen, weil jetzt gerade speziell im Sommer müssen wir die Kühe natürlich bei Vollleistung haben, weil die jetzt im Sommer die kleinen Kälbchen kommen, hier im Seasons Mod. Und dann muss ich die natürlich auf Vollleistung haben. Werde ich nachher nochmal nach Polen zum Doping-T. Nee, das streichen wir. Werde ich mit gesundem Futter füttern. Und alles, wie man das ja von mir gewohnt ist. Beste Landmilch. Rückstandsstofffrei. Weil was anderes kommt hier nicht auf den Tisch. Michas Landmilch, lecker und frisch. Was anderes kommt nicht auf den Tisch. So, dann sind wir auch gleich. Passt doch auf! Schon wieder Herr M. Auch sonst. Kann man gar nicht anders vorstellen. Aber wisst ihr ja auch. So, dann sind wir wieder am Sägewerk angekommen. Steht ja, steht ja, nee, das ist das Dach, ich dachte, da steht was drüber. Und wenn nochmal im Vergleich eben an dem Hackschnitzelwerk verkauft, der Preis ist dann ungefähr gleich, aber kann ja nicht anders sein. Also bis auf den natürlichen Preisverfall jetzt wahrscheinlich, kann der ja nicht viel anders sein. So, was wir jetzt aber noch mal eben machen, wir gehen jetzt noch mal eine Runde Raps einkaufen. Habe jetzt gerade kurzfristig entschieden. Aber jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, ob wir da ein bisschen was ausgeben. So, ihr seht hier, Kompost ist übrigens auch noch eine ganze Menge, ne? Also den verkaufe ich dann bei Zeiten auch nochmal. Also wir haben hier noch 100.000 Liter im Container. Der Container hier ist auch noch brechenvoll. Ja, das heißt, da geht's auch noch. Wenn wir knapp Geld haben, habe ich vor dem Sägewerk noch die Wiese, den Wald, den ich noch weitermachen kann. Oh, wir stehen falsch rum. Also ihr braucht keine Angst haben, das mit dem Brot war eine rhetorische Frage. Wahrscheinlich wird mir sowieso keiner ein Stück Brot geben, aber es wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein.
Ich glaube, wir kriegen das noch gerettet. So, dann holen wir nämlich noch mal eben einmal Raps für die Biodieselproduktion. Die dann ja auch gleich dann Kompost ausschmeißt. Das lohnt sich dann, denke ich mal. Das wird den Preis wieder einigermaßen wettmachen. Und vor allem müssen wir auch kein Diesel machen. Ich habe zwar jetzt noch Diesel im Tankwagen noch mit drin gehabt. Der ist noch, naja, halb voll, glaube ich, ungefähr. Überholen wir noch? Ja, natürlich überholen wir noch. Sodale, einmal bitte eine Portion Raps. So, dann können wir hier nochmal eben die Hackschnitzel rüber donnern. So, das hier ist das Lager, wenn wir irgendwann mit den Pellets anfangen zu arbeiten. €30.000 für einen Anhänger voll Raps, ne? Ich glaube, so viel kriege ich nicht mal, wenn ich meinen Raps verkaufe. Da ist der Preisverfall natürlich, da geht es dann automatisch auf Höchstpreis. Skandal, scheiß Spiel. So, ja, auch 7,2. Können wir dann mal eben weglassen. Läuft das hier noch? Ja, das läuft auch. Zack, das ist wunderbar. Wie sieht's aus hier? Oh, da müssen auch wieder neue Brennstoffe rein, also nochmal wieder neue Hackschnitzel reingedonnert werden. Ja, das sieht doch alles gut aus. So, dann fahren wir jetzt den Raps nochmal eben schnell zusammen weg. Oh, er hat schon hier aber ganz gut zu ziehen, ne? Halleluja. Der geht ganz schön in Leistung, wie ihr seht. So, dann donnern wir den Raps eben rein.
Und dann müsste nämlich jetzt auch wieder die Bio... Ich habe eben gerade gedacht, die Texturen gehen weg. Die Biodiesel-Geschichte wieder laufen. Mal eben gucken hier. Raffinerie, das ist ja raffiniert. So, jetzt haben wir da wieder ein bisschen Raps mit drin. Und jetzt wird wieder Kompost und Biodiesel produziert. Also das rechnet sich dann schon wieder. Ja, ich werde jetzt nochmal weiter zusehen, dass wir ein bisschen Kohle verkauft kriegen. Ich denke, wir sehen uns dann, wenn die Erntesaison losgeht. Ja, im Sommer vielleicht nochmal irgendwie noch zum kleinen Graschen. Ich muss einfach mal gucken. Aber allerspätestens sehen wir uns wieder, wenn die Erntesaison startet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, wer im Zweifelsfall notfallbereit wäre, mir ein Stück Brot zu geben, melde sich bitte. Ja, ihr wisst ja, oder zur Not hier Brot für die Welt und Kuchen für mich, ja. Ne? Also, ich nehme auch gerne Aufschnitt mit Currywurst und Nudeln. Also, das ist alles eine reine Auslegungssache. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.